Welcome back, Ladies and Gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video sprechen wir über meine zukünftige Frisur. Falls du da draußen gerade zum allerersten Mal eingeschaltet hast, dann herzlich willkommen. Ja, ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Wenn du Bock hast, werde auch Teil meiner Community. Einfach auf Abonnieren klicken, ist komplett for free. Und wenn du Lust hast, kannst du mich natürlich auch sehr, sehr gerne auf Instagram abchecken. Ja Leute, in meinem letzten Video, dort ging es um Männerfrisuren 2019 bzw. um die Frisurentrends, die uns Männer im Jahr 2019 erwarten. Falls du das Video noch nicht gesehen hast, dann check es auf jeden Fall gerne mal aus. Unterm Strich kommt auf jeden Fall heraus, dass es im Jahre 2019 auf den Köpfen von uns Männern ein wenig entspannter wird. Bedeutet, es wird einfach ein bisschen lässiger, ein bisschen lockerer, ja, ein bisschen mehr messy. Das heißt nicht, dass du irgendwie ungepflegt aussehen sollst, sondern es wird einfach ein bisschen entspannter, ja. Rundum entspannter auf den Köpfen der Männer. Man soll aber trotzdem sehen, dass du Produkt drin hast. Du sollst auf jeden Fall gepflegt aussehen, aber ein wenig lockerer, easy, chili, vanilli. Und nachdem ich das letzte Video gedreht habe und mir 800.000 Millionen Frisuren angeschaut habe, habe ich mir die Frage gestellt, Daniel, welche Frisur möchtest du denn persönlich als nächstes machen? Und genau diese Frage möchte ich heute an euch weitergeben. Stimmt doch einfach mal ab, mit welcher Frisur ihr mich als nächstes sehen wollt, beziehungsweise welche Frisur ich mir als nächstes machen soll. Und dabei könnt ihr zwischen den Frisuren wählen, die ich beim letzten Video vorgestellt habe. Und das sind folgende. Soll ich mir einen French Crop machen ohne Bart oder doch eher mit Bart? Soll ich mir einen Textured Quiff machen, wie zum Beispiel David Beckham in der ehemaligen H&M-Kampagne? Oder soll ich meine Haare weiter lang wachsen lassen, so wie ich es jetzt gerade mache, und weiterhin einen Man-Bun tragen? Oder soll ich meine Haare lieber offen tragen, wenn ich sie lang habe? Ich könnte aber auch eine komplett Radikalveränderung machen und mir meine Haare wieder ganz kurz schneiden, wie ich sie damals schon mal hatte, als sogenannten Buzzcut. Oder soll ich das Motto von 2019 so ein bisschen in meine Frisur einbringen? Soll ich einfach mal alles locker easy machen und meine Latour locken lassen? Ja Leute, stimmt einfach mal ab, was ihr als nächstes auf meinem Kopf sehen möchtet. Und ich habe jetzt auch extra nicht gesagt, so welches mein Favorit ist, weil ihr kennt das ja vielleicht bei Wer wird Millionär, wenn da zum Beispiel einer sitzt, ja, und der nimmt gerade den Publikumsjoker und sagt davor, ja, auf jeden Fall Antwort A, ja, aber ich nehme trotzdem nochmal den Publikumsjoker zur Sicherheit. Ja, was kommt dann raus? Antwort A. Deshalb will ich auf jeden Fall nicht sagen, die Frisur ist mein Favorite oder die Frisur ist mein Favorite, sondern ich möchte tatsächlich eure unvoreingenommene Meinung haben. Und darauf bin ich echt sehr, sehr gespannt. Was ich an dieser Stelle noch sagen kann, ja, das kann ich an dieser Stelle schon verkünden, ja, komm, scheiß drauf, mache ich einfach. Ich werde auf jeden Fall spätestens in den nächsten 2 Monaten meine Frisur ändern. Ja, Leute, ich werde es auf jeden Fall machen und schauen wir mal, was am Ende des Tages nachher auf meinem Kopf zu sehen ist. Und mein Angebot besteht nach wie vor, ja. Wenn du da draußen dir unsicher bist in der Auswahl deines Haarstyling-Produktes, dann schick mir einfach eine E-Mail an info@daniel-korte.com mit deiner Frisur. Und ich antworte dir dann mit 3 passenden Haarstyling-Produkten, die zu deinem Haartyp passen. Und bitte, bitte, bitte nicht deine Frisur vergessen, beziehungsweise ein Bild von deiner Frisur. Weil wenn du mir jetzt nur eine E-Mail schreibst, welches Haarstyling-Produkt passt zu mir und ich deine Frisur noch nie gesehen habe und deine Haarstruktur nicht kenne, dann kann ich dazu einfach nichts sagen, ja? Also schick auf jeden Fall ein Foto mit, weil das macht das Ganze wesentlich einfacher. So Leute, das war's für heute. Ich bin sehr gespannt, wie ihr abstimmen werdet. Ich freue mich über eure Kommentare, über eure Daumen. Und ja, schauen wir mal, was ich bald auf meinen Kopf tragen werde. Macht's gut, bis dahin. Peace out.